So, gut, dann können wir weitermachen. Dann geht's So, weiter bei weiter Trinket auf geht's. Mana. Beweg deinen Arsch. Lahm Arsch. Moment. Beweg deinen Arsch. So. Controller. Ah, so. War gerade etwas fertig an einer Stelle. So. Gut. Kann weiter. Ach nee, warte. Moment. Eine Sache muss man machen. So. Guck mal, die Kobolde steht auf mich und nicht auf dich. Du Ja, bist ihr zu genau. weiblich. Ja. Ich hoffe, ich habe genug Geld für eine Waffenaufrüstung. Welche Waffe soll erneuert werden? Natürlich meine. Die der kleinen Sophie. Stimmt, der Sophie war ja meine Idee, ne? Ja, das war deine Idee, glaube ich. Also, ich will meinen Mana wieder heilen. Heilen noch kostet 15 Goldmünzen. Ach ja, in der Mitte. Geilt aber den größten Mund. Will ich das speichern? Ja. So, wir speichern jetzt zum 23. Mal. Okay, dann müssen wir da unten ins Loch. Ja. Gut. Dann, ja, komm mal mit, Sophie. Sophie. So. Sei mal ein bisschen intelligenter, ey. Intelligenter. Okay, dann den Orbschalter wegpusten. Bis. Was für wen? Ich frage mich jetzt nur eins, sollen wir das noch vorher leveln oder nicht? Das wird schon laufen unterwegs, glaube ich. Ja, aber wir brauchen noch für den Boss und wir wollen noch nicht unsere schönen Walnüsse daran verschwenden, oder? Au. Das ist unfair. Oder wie machen wir das, Diebel? Wir können ja ein bisschen die Zauber leveln und dann noch mal kurz rausgehen. Ja, so würde ich das machen. Wir leveln die Zauber, dann gehen wir raus und Ich fühle mich gerade verarscht. Ich fühle mich gerade verarscht. gehen pennen. Ja, ist egal. Das ist okay. Das reicht zum Leveln. Solange der Zauber aktiviert ist, passt das. Du musst damit keine Gegner töten oder verletzen. Wieso sind da auch aber mehr? Weil die aus dem einen, glaube ich, rauskommen können. Zellteilung! Ach ja, geile Musik. Das stimmt, wenn es nicht verbuggt ist. Was ja gerade zum Glück nicht ist. Okay. Ah, leck mich doch. Nee, danke, weil du gegessen hast. Ich sag ja nicht zu dir. Ich sag zum Gegner. Das sag ich immer, wenn ich's höre. Ja, aber ich spreche den Gegner an. Meine Mutter würde sagen, Hose runter. Okay. Naja. Da solltest du aufpassen, dass nicht Bock dir deinen Arsch schlägt. Okay, haben wir. Das ist halt so praktisch ihre Art von Strafe für dich, wenn du es sagst. Ah, okay. Finde ich nicht unbedingt. Ah. Pass auf, pass auf, pass auf, pass toll. Auf bei dir. Schachmatt. Ich dachte Schachmatt. Das können gefährliche Gegner sein, deswegen müssen wir mal ein bisschen Schachmatt. So später wie jetzt vielleicht. Praktisch vorgehen. Ich dachte Schachmatt, du Penner. So, hier. Alter, bist du taub? Tschüss. Gut, der ist ja keine Bedrohung mehr. Ach, schön, dass du auch mal zuschlägst, statt nur ausweichst. Wie so ein Mike Tyson. So. Wollen wir jetzt nochmal zurückgehen? Ja, Mana aufladen? Gehen zurück und laden auf. Wenn die Zauber auf Level 1 sind, dann gehen wir auch nochmal zurück und gehen pennen und danach legen wir richtig los. Genau. Man kann ja auch mal ruhig zeigen, wie man die Zauber levelt, ne? Ja.
Müssen wir später aber nicht machen. Weil ja, später dauert es umso länger. Das machen wir nur am Anfang hier des Spiels. Später werden wir das alles offscreen machen. Sowohl Zauber leveln als auch wenn wir uns selber leveln. Ja. So. Frisch aufgetankt. Hör auf zu stratzen gegen das Bett, das bringt nichts. Ach, so viel. So, okay. Dann noch eine Runde. Genau. Ich möchte jetzt aber mal wissen, wie weit ist das jetzt gelevelt? Falsch. Auf Level gucken. Ah, fast fertig. Einmal noch. Würde ich auch sagen. Moment, ich glaube, es ist noch zu niedrig. Nee, hast Glück. Gut, dass das klappt. Okay, da gibt es allerdings nicht immer eine Garantie für, ne? Aua. Das ist das Müll an der Klaue. Nahangriff. Na, ich hasse die Klaue sowieso, deswegen werde ich Waffen, die ich nicht mag, erst gar nicht anfangen zu leveln. So, jetzt gehen wir noch einmal pennen und dann legen wir richtig los. Genau. Hier war ja noch Tropicalo. Ja, der ist ja jetzt auch mittlerweile längst Geschichte, den haben wir ja auch schon die Fresse eingehauen. Ja, und ist recht locker. Ja. Ja, halt. Aber wir haben schon wieder fast 1000 Goldmünzen. Was heißt schon wieder? Wir hatten gerade über 1000 und jetzt haben wir schon wieder so viel verballert. Ich meinte, wir haben ja schon wieder. Naja, 1000 Goldmünzen ist nicht gerade viel. Naja, aber wir hatten auch schon wenigstens nicht weniger. Na, 1000 Goldmünzen ist eigentlich gar nichts, wie ich finde. So, Moment, cut kurz. Was? Cut! Mach mal bitte kurz Pause. Ja. Läuft und weiter kann's gehen. Gut, auf zum auf Schlachten. Auf den Lava-Tempel, genau. Schlachten wir das Vieh. Bin froh, wenn die Klaue auf Level 2 ist. Und auf die Fresse! Bams. In Rocky-Style. Genau. Übrigens, was ich gerne gemacht hätte, also wenn es gegangen wäre, ich hätte gerne zum Beispiel mit Final oder so zusammengespielt, Secret of Mana. Also wäre auch cool gewesen. So dritt gespielt hätten mit Final zusammen. Wäre cool gewesen. Ja, hätte ich auch gut gefunden. Okay. Aber wir drei wohnen ja ein bisschen zu weit auseinander, als dass einer den anderen besuchen könnte. Ja, wir wohnen sowieso alle am anderen Arsch der Welt immer. Ja. Wird auch mal eine Bombe. Falle. So. Bombenfalle. Ups, die falsche Taste. So, und rein da. Moment. Danke für die Hilfe, die wollten mich wieder gerade Maske prügeln. Aua, gute Heilung. Okay. Ich hol dich da raus, aua. Keine Sorge. Oh fuck. Alter. Tschüss. Gut jetzt. Jetzt hab ich gegen welche mal durch die Luft schleudern. Und töte ihn, gut. Sophie hat Level 12. Ich will nochmal unten lang. Für den Fall, dass da ein Gegner ist. Ja, da ist einer immerhin. Und wie ich sehe, ist der Schalter immer noch gedrückt. Das haben sie schon gemacht im Spiel. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gut ist. Sorry, falsche Taste. Oh, fuck, den habe ich ganz vergessen. Ich auch. Okay. Du hast ja von einer riesen Panik vor dem. Ja, du musst bei dem ein bisschen aufpassen. Also ich sag mal, in engen. Also, wenn er dich in der Ecke haut, dann kannst du richtig die Arschkarte haben. Manchmal. Ja, wie bei den Stühlen.
Oder wie ich gerade mit den Goblins da. Wir haben Arsch gewesen ohne dich. Geil. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Öffne mal die Kiste da, genau. Da eh eine Falle. Lebenswasser. So, das können wir gebrauchen. Weil die Glaub. Gegner geben auch öfter mal Lebenswasser. Das ging aber schnell. Okay. Gut. Bioschreiben haben nichts drauf. Naja, bei jedem Mal brauchen wir auch nicht das Geräusch hören. Und auf die Fresse bei Ratsgoblin. Okay. Ach komm, die haben keine Chance gegen uns. Den haben wir auch. Alter, ist jetzt gut mal. Doch mal zum Angriff, komm hier. Oh, fuck, das war ein mieser Schlag. Respekt, Leute. Der hat gesessen. Okay. Gut. Die haben wir locker hin. Das heißt locker, aber geil. Die haben wir. Ich würde vorher aber nochmal nach rechts gucken. Ja, können wir machen. Böser Goblin. Okay, da ist nichts. So, du brauchst die falsche. Moment, so. Im Moment, Moment, weshalb? Verpisst euch. So. Gut. Jetzt. Und noch ein Ratsköpfchen oder wie er heißt. Na, dem hauen wir locker einen auf die Fresse. Doch, die reicht Level 13. Level 13, yay. Wie bist du überhaupt auf Tochti gekommen, frag ich mich immer noch. Na, wie wohl? Ich laber so oft was mit Sohn und Tochter und das ist einfach davon, ja, die Verniedlichung. Na, ich sehe auch deine Tochter weiter zu spielst. Nur nach deiner Logik, die du mit Wolf, glaube ich, besprochen hast. Ja, habe ich mit denen besprochen? Ich weiß gar nicht, was ich genau mit denen besprochen habe. In RKS. Oh, verdammt, ihr Penner. Ich glaube, in deiner Aufnahme war das. Oh, ich bin hier. So, gut. Nein, brauche ich noch nicht. Alles klar. So. Blöde Springer. Zeit, euch Schachmatt zu setzen. Der eine ist schon mal Schachmatt, aber einer ist noch da. Gut, alles klar. Schachmeister. Und weg. Ich hätte eigentlich warten müssen, wenn ich jetzt... Und jetzt? Wer sagt das? Weiß ich nicht. Bitte bleibt heiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Verschwinde! Obi, Obi! Das hat Effi und tschüss, ich gehe. Was ist jetzt los? Okay, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal direkt da mit dem einen gratis Wasser für alle an. Ja. Kann nicht schaden. Okay. Das war gerade schon wieder weh, falls man irgendwie komische Geräusche von mir gehört hat. Übrigens, das ist ein Boss, der mit Nahkampf verdammt scheiße ist. Also, hau die Zauber rein. Wenn du es nicht willst, muss mir auch, soll mir auch recht sein, aber... Ja, bei dem sagen wir, hätte ich nichts dagegen, Zauber einzuwenden. Wie wär's mit Waffenverzauberung? Falls... Mach, warte, warte, warte. Nee. Heilung ist wichtiger, ne? Okay. Oder außer du willst es unbedingt. Wenn du es unbedingt willst, mache ich es. Willst ich hätte es gern. Aber lass mich einfach die Waffe wechseln. Okay, warte.
Nimm meine Lieblingswaffe. Gut. Auf ja. Alle. Dann können wir es direkt auf alle machen. Aua. Alter, bist du Level 4? Weil das ein Arschloch ist. Es war aufwendig, sie hier zu Kugeln zu machen und kämpft wie ein Mann. Sieht das schon so aus wie einer, da kann ich auch so benehmen. Aua. Der verdammte Penner. Ich will ihm einen Schlag rein. Ich hoffe, ich treffe den. Und ich glaube, jetzt ist es tatsächlich zusammen. Fuck, das war zu spät von mir. Heilen. Ich mache, was ich kann, ich hau auf das Tresor. Gut. Eieiei. Ich habe übrigens keine Magie- oder Mana-Punkte mehr. Also, ja. Und mir reicht jetzt. Ja, gut, dann machen wir jetzt hier Feierabend bei dem. Nein, Frostbell ist besser bei dem. Ach so, du willst nur dich nur heilen. Okay. Jo, danke. Okay, ja, toll. Gut, ja, genau, bleib mal direkt hier, wir können Cut machen. Wir haben 49 bei mir. So, okay. Gut. Kann weitergehen. Gut. Ja. Ich habe gerade überlegt, was ich gerade ausgewählt habe. Jo, danke sehr. Ich mag die Musik. Ja, die Musik ist episch. Ey, ich wollte gerade töten. Ach, ist doch egal, wer ihn jetzt KS ist. Ladu. Hauptsache, wir haben ihn vernichtet. Was mit Sophie los? Hat die hier einen Tarnmantel oder was? Ja, habe ich gerade auch gesehen. Und weiter geht's. Axtorb erhalten. Yeah. Der Vollmutant ist tot, vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss mich vor euch verneigen, wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Hör erst mal auf, so blöd zu reimen! Du könntest uns mit deinen Zauberkräften dienen! Aha, ich sehe, eine gute Idee. Dieser Typ hat echt eine Macke. Ihr glaubt, ich tu nichts taugen? Dann schließt jetzt eure Augen. Und nun, sobald mich ruft ein Weib, bin ich zu allem bereit. Ein Weib? Hat er damit etwa mich gemeint? Ich glaube, er hat uns beide gemeint, Tochti. Dann sag ich jetzt Tschüsschen und Mädels Küsschen. Wie sie gerade guckt hier, Tochti. Die Tochter guckt gerade verdammt behindert. Ich würde eher sagen, angewidert oder angepisst. Ja, Rocky aber schießt sich an. Total behindert aus. Auf so. Zum Mannesamen. Yeah! Das ist mein Job. Mach das! Deine, mein Job. Kraft zusammen zu erhalten. Hey, Sophie. Du kannst was. Ich
kann mich wieder an alles erinnern. Sorry, durch die ganze Hitze habe ich Durst wie Sau. Ja, gönn dir. Die Kobold-Siedlung ist im Vierjahreszeitenwald. Bring mich dorthin. Bitte, sonst schreie ich ganz laut. Eins, zwei... Okay, später. Gut. So, okay. Gut, dann haben wir den Lavatempel auch erledigt. Ja. Und ich habe immer noch eine Eiswaffe. Ich möchte irgendwas in einen Schneemann verwandeln, aber ich glaube, hier ist kein Gegner mehr. Ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt automatisch tut, die Leute, die Gegner in einen Schneemann zu verwandeln. Ich glaub, durch die Verzauberung passiert das dann automatisch. Naja, aber wir haben gerade auch nicht alle, Wir haben es auch nur beim... Wir haben es ja nur beim Boss eingesetzt, okay, stimmt. Genau, der verwandelt sich nicht. Dann können wir jetzt schon die Sachen, okay. Allerdings habe ich jetzt keine Lust mehr, alles hier on-screen auf höhere Level zu hauen, die Zauber. Ja, dann machen wir das off-screen. Ja, genau, würde ich auch sagen. Speichern wir und dann machen wir das. Ja. Auch wenn der Part eventuell ein bisschen kürzer sein sollte. Weiß ich gerade nicht. Ja, wir haben jetzt 4:17. Ein Nachkosten 50 GM, willst du bleiben? Ja, klar. Darum bin ich hier. 2222. 2222. Liebe so glatte Zahn. Ich auch. Da kriegt man keinen Zahndreher. Natürlich. Okay, ja. Auf zu Betty, dem Bettigen. Okay, also noch nicht damit anfangen mit dem Level. Ja, das können wir ja auch noch machen, ne? Welche Waffe soll erneuert werden? Die Axt zu dem Lack. Streitaxt, Breitschwert, Insektenklaue, Speer, Echsenteller, Bogen, ja, Peitsche, Eisenlanze. Okay, die haben noch nicht alle, die haben alle noch Standardnamen, die meisten. Ja, machen wir jetzt einen Cut oder wie? Würde ich sagen, können wir machen. Okay, okay, dann bis später, wenn wir gelevelt haben. Dann sind wir beim nächsten Mal, sind dann unsere Zauber alle gelevelt, wie ihr euch sicher denken könnt. Alles klar, bis dann, haut rein.